Wir wollen hiermit eine Plattform haben, um Ideen und Momente festzuhalten und im Grunde um sämtliche Einflüsse, die uns prägen, mit unserer Musik ausdrücken zu können. Das heißt World Sound Project, wir sind halt offen für alle Sprachen, alle Rhythmen, alle Melodien. Canciones salen en realidad a base de sesiones que hacemos. Uno generalmente tiene una melodía, luego el otro le agrega la idea que le viene, tal, le agrega más y más, todos los instrumentos y poco a poco van haciendo la canción. Somit ist die Basis für jeder Song erstmal die Gitarre. Wir setzen uns hin und wir machen eine Jam-Session und wenn ich jam will, dann geht das als erstes auf der Gitarre. Also ich sag mal, wenn einer eine Idee hat für einen Text auf Spanisch, dann wird das auf Spanisch aufgenommen. Ne? Wenn mir der Text eher schnell auf Französisch einfällt, dann kommt Französisch zuerst dran. Ne? Wenn es auf Deutsch ist, dann halt auf Deutsch. Also da sind wir wirklich nicht festgelegt. We create all our songs from scratch and mostly don't use any samples. And the whole production is done by our own too. From songwriting, recording, mixing, arrangement, just everything. Denn wir sind unterwegs auf den Straßen. Sonne scheint. Chemtrola Musik. Vraiment quand je suis en boîte là, vraiment il faut que ça danse, il faut quelque chose qui m'amène vers devant quoi, ça doit bouger, il faut mélanger, j'aime trop ça quoi. Ça ist irgendwelche Trommler auf der Straße oder irgendwelche Tango-Leute, die tanzen, damit auch anderen Leuten zu vermitteln, wie cool es an verschiedenen Orten doch sein kann. Our music is a fusion between mostly urban sounds and all sort of tunes from different musical cultures. D'origine camerounaise, j'ai grandi au Cameroun. Moitié allemand, ma mère est allemande, mon père est camerounais. We met here in Bonn, going to the same school, and actually spent quite some time around the Cologne-Bonn area. But originally I'm from Argentina. Plus the fact I've been moving a lot the last couple of years is why I'm constantly dealing with different cultures and mentalities. And that's always been fascinating to me. Et puis moi je suis plutôt venu de la scène soul R&B. Donc en fait j'aime les chansons camerounaises mais ce n'est pas facile d'avoir ça dans notre musique quoi. Las influencias pueden ser africanas en una canción, latinas en la otra, y así van variando mucho los estilos de las diferentes composiciones. La